Hallo, ich bin Stefan Petersen und ich halte heute einen einführenden Vortrag zu harmonischen Schwingungen. Harmonische Schwingungen. Da es ein einführender Vortrag ist, wollen wir uns zunächst mit der Frage beschäftigen, was dann überhaupt eine Schwingung ist. Und dafür habe ich ein einfaches Experiment mitgebracht. Ein Gewichtsstück einer Masse, nennen wir sie M, in diesem Fall sind das 100 Gramm, das an einer Feder hängt. Und wenn wir dieses Gewichtsstück aus seiner Ruhelage ein ganz klein bisschen auslenken vertikal, dann fängt das an zu schwingen. Es bewegt sich also auf und ab. Ganz grob gesprochen, eine Schwingung ist eine zeitlich sich wiederholende Veränderung einer Größe. Zeitlich wiederholende Veränderung einer Größe. Genau. Naja, und als Physiker sind wir natürlich interessiert daran, das Ganze ein bisschen genauer zu beschreiben und vielleicht nicht nur in Textform. Und dann schauen wir uns das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen genauer an. Das Gewichtsstück wackelt munter auf und ab. Und naja, wie können wir das beschreiben physikalisch? Wir können ja mal damit anfangen, uns die Situation irgendwie zu skizzieren. Am Anfang hing die Feder irgendwie so. Das Gewichtsstück hing hier. Dann schreiben wir hier noch die Masse an von diesem Gewichtsstück und definieren uns ein Koordinatensystem. Wir sagen mal, hier ist eine x-Achse. Wir legen den Nullpunkt an den Ruhepunkt am Anfang. Und dann haben wir, bevor wir die Sachen in Bewegung gesetzt haben, die Feder ein Stück weit ausgelenkt. Dann war das Massestück irgendwie ein bisschen weiter unten. Bei der Position x ist das sozusagen x0, dann ist das sozusagen hier die Distanz x0. Wir haben das Koordinatensystem jetzt so definiert, dass nach unten die Koordinaten in x-Richtung positiv gezählt werden. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Schwingung anschauen, die Masse schwingt immer noch oder das Gewichtsstück, dann kann man das in einem Ortszeitdiagramm darstellen. Wenn wir jetzt also hier die Zeit darstellen und hier die x-Koordinate darstellen, ich mache das mal in einer anderen Farbe, dann haben wir begonnen bei einer x-Koordinate x0 und die Masse schwingt in der Zeit in so einer Form. Das heißt, das sieht man hier auch ganz gut, nach einer bestimmten Zeit ist es wieder bei x0 angelangt und diese Zeit nennen wir die Schwingungsperiode, die man üblicherweise mit groß T bezeichnet. Und wenn man sich das genauer anschaut, kann man auch feststellen, dass auf der anderen Seite der Bewegung, in diesem Fall ist das sozusagen die höchste Auslenkung, das Massestück auch bis zu einer Höhe minus x0 oder bis zu einer Auslenkung minus x0 geht. Genau, und dieser Punkt wird erreicht genau nach der Hälfte der Schwingungsperiode. Ja, und naja, was sieht man hier? Wenn ich besser gezeichnet hätte, wäre es vielleicht noch besser erkennbar gewesen. Aber was man hier sieht, ist, dass die Schwingung verläuft wie eine Sinuskurve oder genauer wie eine Kosinuskurve, also eine verschobene Sinuskurve. Das ist jetzt eine Beschreibung dessen, was man sieht. In der Physik sind wir ja auch immer daran interessiert, herauszufinden, warum sich etwas bewegt, wie es tut, oder warum etwas so passiert, wie es passiert. Und um das ein bisschen tiefer zu beleuchten, nehme ich hier mal das Pendel beiseite. Und dann versuchen wir uns dem mal anzunähern. Und was wir dafür brauchen, ist, wir brauchen ein Verständnis dafür, welche Kräfte auf dieses Gewichtsstück wirken. Denn ihr wisst, dass in der Mechanik die Bewegungen durch Kräfte beeinflusst werden. Kräfte werden normalerweise mit F gekennzeichnet und die beeinflussen die Bewegung dergestalt, dass die Kraft gleich der Masse mal der zweiten zeitlichen Änderung des Ortes ist oder halt der Beschleunigung, also M mal A, und die Beschleunigung ist nichts anderes als die zweite zeitliche Änderung des Ortes. Ja, wie ist das denn mit der Kraft? Nun, das kann man ganz leicht herausfinden, zum Beispiel mit einem Kraftmesser. Bei so einer Feder
zumindest in einem relativ großen Bereich, ist es eine gute Annahme zu sagen, dass eine Feder sich verhält wie eine Hooke'sche Feder. Ich male das hier mal hin. Und eine Hooke'sche Feder hat die sehr schöne Eigenschaft, dass die Kraft, die die Feder irgendwie ausübt, proportional ist zu der Auslenkung. Und zwar negativ mit einer positiven Konstante K, die Federkonstante genannt wird. Federkonstante. Okay, na gut, also wir haben jetzt die Kraft. Wir wissen, was die Kraft mit der Bewegung tut oder was die Kraft für dynamische Konsequenzen hat. Dann packen wir das beides mal zusammen und erhalten für die zeitliche Ableitung, die zweite Zeit, eine Differentialgleichung zweiter Ordnung oder eine Bewegungsgleichung, sagt man auch, die irgendwie diese Form hat. Das ist die zweite zeitliche Ableitung des Ortes minus k durch m mal x ist. So, das ist jetzt eine lineare, homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung, die man lösen kann. Ihr habt das vielleicht schon mal gemacht oder auch gesehen, aber der Vollständigkeit halber versuchen wir das mal irgendwie ordentlich durchzumachen. Man braucht für so eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, einer homogenen, braucht man zwei Lösungen, um sie vollständig zu beschreiben. Naja, und dann raten wir doch mal munter drauf los, was so Lösungen sein können. Naja, wenn man sich das nochmal anschaut, hier hat man eine zweite Ableitung und die soll im Wesentlichen gleich minus der Funktion selber sein. Das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Unterricht. Eine Funktion, die sowas zum Beispiel macht, ist eine Sinusfunktion. Wir schreiben dieses hier nochmal ein bisschen anders und definieren uns etwas, was wir statt k durch m verwenden wollen, nennen das Omega-Quadrat. Und arbeiten damit mal weiter. Wir versuchen mal also eine Lösung. Eine Lösung könnte sein, dass x als Funktion der Zeit sowas ist wie a mal Sinus Omega t. Habe ich natürlich geschickt geraten, weil ich schon ungefähr weiß, was rauskommt. Wenn wir das einmal ableiten nach der Zeit, finden wir raus, das ist gerade sowas wie a mal Omega mal Cosinus Omega t, weil die erste Ableitung des Sinus Cosinus ist. Und wenn wir das nochmal ableiten und nutzen, dass die Ableitung von Cosinus minus Sinus ist, dann steht hier sowas wie minus a Omega Quadrat Sinus Omega t. Und siehe da, das ist dann tatsächlich das gleiche wie minus Omega Quadrat x von t. Gut, das ist also tatsächlich eine Lösung für die Differentialgleichung. Und in gleicher Art und Weise kann man zeigen, dass die Differentialgleichung auch gelöst wird durch einen Ansatz b mal Cosinus Omega t. Damit haben wir zwei Lösungen. Das kann man zusammensetzen und dann hat man eine allgemeine Lösung, die sich zusammensetzt aus diesen beiden Teilen. Das wäre dann die allgemeine Lösung. Ich schreibe das vielleicht nochmal dahin. X von t ist gleich a mal Sinus Omega t plus b mal Cosinus Omega t. Und das kann man zusammenschreiben mit den Winkeladditionstheorem zu einer Form, dass man hier so etwas stehen hat wie eine Konstante. Ich nenne sie mal groß t mal Sinus Omega t plus einen anfänglichen Phasenwinkel phi 0. Das ist die allgemeine Lösung von so einer Schwingungsgleichung oder von der Gleichung für diese Schwingung, die wir hier gesehen haben. Und ja, ich wische jetzt hier mal ab und dann überlegen wir uns mal, was wir damit noch anfangen können. So, das ist die Lösung, die wir herausgefunden haben für diese beschriebene Schwingung. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben wir uns sehr viel Zeit genommen, genau diese Schwingung zu untersuchen. Und die Frage ist, warum macht es denn Sinn, sich mit dieser Schwingung so genau auseinanderzusetzen? Und mein Anliegen hier an dieser Stelle ist, euch zu zeigen, dass harmonische Schwingung oder Schwingung, wie wir sie hier beschrieben haben, in der Physik etwas ist, was quasi an jeder Ecke auf euch lauert. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wo man so harmonische Schwingung tatsächlich überall findet.
Damit fangen wir an. Wir fangen damit an, noch mal ein bisschen zu gucken, wie man einen harmonischen Oszillator beschreibt. Und das ist im Prinzip genau das, was wir hier jetzt schon stehen haben. Ein harmonischer Oszillator, der zu einer harmonischen Schwingung führt. Jetzt ist es hier noch nass. Liegt immer dann vor, wenn wir genauso ein Kraftgesetz haben. Wird nämlich dadurch festgelegt, dass die Kraft immer entgegengesetzt der Auslenkung eines Systems ist, mit einer konstanten, ja, ich habe sie jetzt hier Kappa genannt. Genau, und das taucht tatsächlich ganz häufig auf. Und jetzt wollen wir uns ein paar Beispiele anschauen, wo tatsächlich so ein harmonischer Oszillator auftaucht. Das erste Beispiel haben wir schon gesehen. Das ist dieses Federpendel, was wir hatten. Und das aus der Ruhelage auslenkt, dann hat man hier einen harmonischen Oszillator, der so auf und nieder schwingt. Wichtig hierbei ist, nochmal zu rekapitulieren, dass wir gesagt haben, wir müssen ausnutzen, dass die Feder tatsächlich, die Kraft, die die Feder ausübt, tatsächlich linear mit der Auslenkung ist. Das gilt für die meisten Federn in einem bestimmten Bereich, aber wenn man sie zu stark auslenkt, dann gilt das nicht mehr. Und das deutet schon auf etwas hin, was man immer wieder sehen wird, dass diese harmonische Oszillator normalerweise nur eine Näherung in einem bestimmten Bereich ist. Das sieht man auch ganz deutlich, wenn wir uns das nächste Beispiel anschauen, nämlich das Fadenpendel, wo man einen Faden hat, der irgendwo befestigt ist. Und unten an dem Faden eine kleine Masse befestigt ist und man dieses Fadenpendel jetzt auslenkt, um einen Winkel, sagen wir mal Phi, dann wirkt auf diese Masse hier die Gewichtskraft. Und diese Gewichtskraft hat einen Anteil, der die Masse wieder zurücktreibt, der also das Fadenpendel wieder zurückbringt. Und diese zurücktreibende Kraft, ich nenne sie mal Fr, ist die Gewichtskraft mal der Sinus von Phi. Und jetzt wisst ihr vielleicht, dass der Sinus von Phi für kleine Winkel ziemlich ähnlich wie Phi selber ist. Das heißt, für kleine Winkel, Phi sehr viel kleiner als 1, kann man das schreiben als m mal g mal Phi. Ja, und die Kraft führt hier auch zu einer Änderung des Winkels. Und zwar ist hier das, was beschleunigt wird, die Masse. Und die Beschleunigung ist L mal die zweite zeitliche Ableitung des Winkels. Und ich habe hier, wenn wir uns vorstellen, dass die Kraft zurückwirkt, vergessen, das Minuszeichen einzufügen, was wir brauchen, um ein Kraftgesetz in dieser Form zu haben, dass dort ein Minus ist. Genau, das ist ein zweites Beispiel, das man sich anschauen kann, das die meisten wahrscheinlich auch schon kennen werden. Aber es gibt auch noch andere Systeme, bei denen harmonische Oszillatoren auftauchen, indem man das vielleicht nicht so sehen würde. Und das Tolle an der Physik-Olympiade ist, dass wir sehr viele Aufgaben haben, bei denen auch harmonische Oszillatoren eine Rolle spielen. Und eine Aufgabe zum Beispiel betrachtet das folgende System. Wir haben ein Brett, das eine homogene Masseverteilung hat, und dieses Brett liegt horizontal auf zwei Walzen, die sich drehen mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit, nennen wir sie auch mal Omega. Und wenn man dieses Brett nun ein klein bisschen aus der Mittellage auslenkt, dann vollführt es auch eine harmonische Schwingung. Tatsächlich. Man muss sich das so vorstellen, diese Rollen rutschen entlang dieses Balkens und erzeugen dadurch eine Reibungskraft, die den Balken durch dieses Rad in diese Richtung schiebt und in diese Richtung durch die andere Rolle. Und dadurch, dass der Balken unterschiedlich stark auf den beiden Rollen aufliegt, die hier in die Richtung schieben, auch unterschiedlich. Also das ist das Beispiel Balken
aufrollen. Aber es gibt auch ganz andere Phänomene, bei denen harmonische Schwingungen eine Rolle spielen. Zum Beispiel gibt es ein Phänomen, wenn man sich einen Wetterballon anschaut, die sind ja typischerweise so riesig, irgendwie mit Helium gefüllt, haben hier unten irgendwie eine kleine Versuchseinheit dran. Und die steigen in der Atmosphäre so lange nach oben, bis sie keine Auftriebskraft mehr effektiv verspüren. Und um diese Ruhelage herum, wenn sie da leicht ausgelenkt werden, vollführen sie, man ahne und staune, auch eine harmonische Schwingung. Jetzt könnte man diese Liste der Beispiele in der Mechanik noch viel länger machen. Achso, ich schreibe hier nochmal Wetterballon hin. Ich möchte aber noch ein paar andere Beispiele anführen, zum Beispiel eines, wo die Kraft nachher gar nicht mechanisch vermittelt wird. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ein Dipol in einem elektrischen Feld. Man hat hier ein homogenes elektrisches Feld und einen elektrischen Dipol, den man sich so vorstellen kann, dass zwei Ladungen, eine positiv, eine negativ, gleicher Größe, in einem Abstand, in einem festen Abstand gegenüber sind und man dreht diese Ladung in diesem elektrischen Feld leicht, dann fangen die auch an zu schwingen und auch diese Schwingung ist für kleine Auslenkung eine harmonische Schwingung, ganz analog zu dem Fadenpendel, das wir hier hatten, weil die Kräfte, das nehme ich nochmal eine andere Farbe, weil die Kräfte auf diesen Dipol in diesem Fall oder auf die einzelnen Ladungen in diesem Fall ganz ähnlich wie beim Fadenpendel beschrieben werden können. Ja, und zu guter Letzt noch ein Beispiel, dafür wische ich dann nochmal, das nun gar nichts mehr mit Mechanik zu tun hat. Und zwar den klassischen elektrischen Schwingkreis. Wenn wir hier eine Batterie haben, hier einen Schalter, den man öffnen und schließen kann, und an dieser Stelle einen Kondensator der Kapazität C und hier eine Spule mit Induktivität L, dann stellt man fest, dass wenn der Schalter geschlossen ist, die Kapazität aufgeladen wird und man den Schalter dann öffnet, dass man auch eine Verschiebung elektrischer Ladung von den beiden zwischen den beiden Kondensatorplatten hat, in diese Richtung und in diese Richtung. Und auch das führt zu einer Schwingung, bei der die Schwingungsfrequenz dann sowas ist wie die Wurzel aus L mal C. Gut, das nur, um euch zu zeigen, dass es in der Physik unglaublich viele Beispiele gibt, bei denen harmonische Schwingungen eine Rolle spielen und dass harmonische Schwingungen deswegen in der Physik ganz wichtig sind. Ja, und wer das genauer wissen möchte, den lade ich ganz herzlich ein zu dem Vortrag, bei dem das dann vertieft werden soll, harmonische Schwingungen. In diesem Vortrag wollen wir die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, ein bisschen vertiefen. Und ich möchte vor allen Dingen etwas erzählen zu Dingen, die jetzt noch nicht erwähnt worden sind. Zu energetischen Betrachtungen von harmonischen Schwingungen. Und dann zu der Frage, wie universell das eigentlich ist. Woran kann man erkennen, dass diese harmonischen Schwingungen immer auftreten oder oft auftreten? Universalität. Ich möchte mit euch Lösungsstrategien besprechen für Aufgaben mit harmonischen Schwingungen. Und dann möchten wir uns auch Phänomenen annähern, wie der Überlagerung von harmonischen Schwingungen, die dann letzten Endes zur Interferenz führen können und die man ganz wunderschön im Zeigermodell beschreiben kann und damit ganz viel der Schwierigkeiten auch aus dem Weg geht, die man mit der Mathematik hat, wenn man diese Winkelfunktionen miteinander zusammensummieren und überlagern muss. Ja, und dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen,
wo Grenzen des harmonischen Oszillators sind oder für harmonische Schwingungen sind. Ich schreibe hier mal HO für harmonischen Oszillator hin und wo man sozusagen mit der Beschreibung eines einfachen harmonischen Oszillators nicht mehr hinkommt. Ja, und das Ganze würde ich gerne mit euch anhand von Übungsaufgaben auch besprechen, die das nochmal aufgreifen, was ich euch hier als Beispielen gezeigt habe. Ja, ich würde mich freuen, euch dort zu sehen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.